Ja, und damit willkommen hier zurück zu Resident Evil 2, kurz vor dem großen Finale, glaube ich. Und ich habe mal Folgendes mitgenommen. Ich nehme mal die Quick Draw Army mit, die SLS-60. Dafür haben wir nämlich jede Menge Spezialmunition. Das ist ja sozusagen die Magnum, glaube ich, für sie. Das Elektroschockgewehr möchte ich mal ausprobieren und natürlich den Granatwerfer, bei dem ich aber jetzt gerade mal, glaube ich, schon mal die Säuregranaten ausrüste. Und dann gucken wir doch mal, was hier so alles kann. Ja, ich weiß nämlich, wie gesagt, nicht, ob das Elektroschockgewehr irgendeine Auswirkung hat. Schauen wir einfach mal. So, Hallöchen, Kollege, wo ist er? Er kommt nicht. Ich dachte schon. Ich wollte schon sagen. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-Virus in it. But that's no excuse. Oh ja, oh ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob das was nützt. Okay, nicht so ganz. Nice. Also Stromgewehr können wir schon mal vergessen. Okay, das dauert zu lange. Warte, was haben wir denn sonst noch so Schönes? Mal gucken, Säuregranaten sollten eigentlich helfen. Hat ja eben bei der Kollegin auch geholfen. So, ein Auge weniger. Also ich hoffe, dass es hilft, ne? Ah, shit. Ja. Ich bin zu langsam. Zu schwer beladen, hätte ich es beinahe gesagt. So, warte mal, ich mache erstmal hier. Ah, das Auge vorne ist noch nicht offen, ne? So, warte mal, ich muss mal eben den Granatwerfer nachladen. Ah, shit. Ich hätte die Chance gehabt. Okay, was liegt denn hier so Schönes? Hier liegt natürlich jetzt wahrscheinlich normale Munition. Naja, oder auch nicht. So, das nehme ich. Jawohl. Was haben wir denn hier sonst noch so? Blendgranate ist natürlich auch nicht schlecht. Huh. Kommst du denn her? Okay,
Okay, warte, bevor du jetzt da loslegst. Na, raus aus dem Menü. Danke. Okay, warte mal, wir müssen ihn dazu bringen, sich nochmal hinzuknien, damit ich hinter ihn komme. Na! Verdammt, das gibt's doch nicht. Nein! Nein, ich konnte nicht nachladen, verdammt. Boah, ist das gemein. So, jawohl. Ach, komm schon. Ja. Warte mal, ich hab doch noch, hier. Ah, shit. Das war nicht so gut. Oh. Die haben wir noch. So, rote Augen sind immer gut. So, lag hier nicht noch irgendwo ein bisschen was zur Heilung? Warte mal, hier lag noch was. Blendgranate, ja, von mir aus. Daneben. Das war knapp. Ah, shit. Ich habe echt die falschen Waffen, glaube ich, mitgenommen. Weil die brauchen zu lange zum Nachladen, leider. Na, springst du? Ah ne, er hat sich verwandelt. Okay, warte mal. Dann noch ein bisschen Feuer unterm Arsch. Alle. So, ich brauche mal gerade ein bisschen Heilung. Gibt hier irgendwo Heilung? Nee. Verdammt. Ist wahrscheinlich genau in die Ecke gegangen, wo keine Heilung liegt. Ah, fuck. Bin tot, ne? Nee, gerade noch nicht. Ah, das ist gemein. Das war jetzt gemein. Ich muss mehr Heilung mitnehmen. Verdammt. Und ich muss andere Waffen haben, die schneller nachladen. Das ist scheiße. Die laden alle zu langsam nach. Das ist nicht gut. Warte. Okay, Stromgewehr können wir vergessen. Das nehme ich nicht mit. Das ist scheiße gegen den. Gut, kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, pass mal auf. Das legen wir weg. So, die Quickdraw. Ich weiß nicht. Die kommt auch mal weg. So, und dann nehme ich mal am besten. Was nehme ich denn mal mit? Wir können ja auch ein bisschen Munition herstellen. Oder wir nehmen die MQ-11 mit. Da können wir natürlich auch mit wunderbar reinwemsen. Auf die, für die haben wir auch einigermaßen Muni. Komm her. So, zack. Säulegranaten waren eigentlich nicht schlecht. Und wir brauchen mehr Heilung. Warte mal, wir haben bestimmt noch gemischte Kräuter. Ja. Das sieht gut aus. Das müsste eigentlich reichen, oder? Ich glaube schon. Ja, es müsste reichen. So, dann gucke ich jetzt gerade nochmal wegen der Tasten. Ja, das langt eigentlich. Eins, warte mal, auf die 1 lege ich mal auf jeden Fall die hier. Warte, kombinieren. Nee, Quatsch. Schnellzugriff auf die 1. Auf die 2 lege ich den Granatwerfer. So, auf die 2. Und El Kollega legen wir auf die 3. So, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Streuung, wenn ich dann auf die Augen ziele. So, das passt, glaube ich. So, die anderen Waffen brauchen einfach zu lang zum Nachladen. Das ist scheiße. So, zack, zack, zack. Dann machen wir hier. So, welche habe ich denn jetzt geladen? Jetzt habe ich Säuregranaten, oder? Nee. Jetzt. Gut, okay. So, sollten wir doch hinkriegen, denke ich. So, das können wir überspringen. So. Sehr schön. Der hat sowas von gesessen.
So, okay. Nehmen wir hier so ein paar Sachen mit. Was ist das hier? Ach Gottchen. Also anscheinend doch irgendwie Stromgewehr. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ach Mist. Ja. Perfekt. Das hätte ich wunderbar treffen können. Okay, ich nehme mal die anderen gerade. Achso, warte mal. So, was machen wir denn mal? Heißes Feuerchen unterm Arsch. Ich müsste vorne eigentlich schon das Auge. Naja, zumindest hinten das. Okay, warte, ich hole mir mal gerade ein bisschen mehr Condition. Das war das eine. Das war Nummer zwei. Kannst du mal nachladen, Claire? Das wäre ganz lustig. Nee, nachladen will sie wohl gerade nicht. Hey, ich bin gesprungen. Egal, wir haben eine Granate. Zack. So, hat sie jetzt nachgeladen? Ja, ist klar. So, wunderbar. So, Eiertanz. Na also, es geht doch. Gut, okay. Keine Ahnung, das Stromgewehr, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht so gut geeignet. Aus Gründen. Haben wir auch so gut hingekriegt, oder? Ich denke schon. Ich meine, erstmal gestorben, aber naja. Musste mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, an den Kollegen hier. So. Da nehmen wir noch ein bisschen was mit. Blendgranate. Ja, ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch so viel Heilung rumgelegen hat. Mal gerade schauen. Hier liegt irgendwas. Service Lift. Ja, sofort. Machen wir doch gleich. So, jetzt kriege ich natürlich ordentlich Muni hierfür. Und hier war irgendwo noch, glaube ich, ein bisschen Spezialmunition. Ich muss mal gerade gucken. War hier nicht noch irgendwo? Da war noch auf jeden Fall eine Granate. Ich hätte ihn auch mit den Granaten noch bewerfen können, glaube ich. Das hätte alles wunderbar funktioniert. So, und da liegt auch noch was. Nehmen wir erstmal alles mit. Ah, hier ist noch eine Blendgranate. Ah, genau, hier ist die Spezialmunition. So, zack. Dann können wir mal gerade nachladen. Da haben wir noch was für die Quick Draw. Und ich glaube, das müsste... Na, noch nicht ganz. Hier ist noch... Ah, hier ist Heilung. Hier ist das Heilspray versteckt. Okay. Muss ich mal merken für die Zukunft. Ja, im Prinzip da, wo die zwei Tische stehen und das... Ja, okay. Können wir mal gucken, ob ich mir das merke für die Zukunft. So, William wird auf jeden Fall nicht mehr aufstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, haben wir alles nachgeladen? Ich muss mal gerade gucken, die haben wir auch nachgeladen. Ich glaube, wir haben alles. Dann bleibe ich jetzt mal gerade auf der Maschinenpistole, zumindest bis ich wieder auf eine normale Pistole komme. Und dann sollte das doch gehen. So, Service Lift. So, ich hoffe, Annette hat es geschafft. Ich wage das noch ein bisschen zu bezweifeln. Dass sie es geschafft hat, aus Gründen. So, ich muss mich mal gerade wieder umrüsten. So, das kann alles weg. Das kann auch weg. Ich würde gerne die Granaten drin lassen. Ich würde die Maschinenpistole drin lassen. Den Granatwerfer sowieso. Und vielleicht nochmal die Quick Draw Army. Soll ich die nochmal mitnehmen? Weil für die haben wir eigentlich relativ viel. Können die Quick Draw Army eigentlich nochmal mitnehmen, oder? Als normales Pistölchen.
Dann würde ich das... Ja, komm. Nehmen wir die mal als normale Pistole noch mit. Ist ja ein schöner Revolver. Oh Mann, ich bin echt gespannt. So, Kurt dürfte jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Also ich hoffe es zumindest. Das wäre scheiße, wenn... So, Zugangslevel 1. Wo war Zugangslevel 1? East Area. Warte, ich muss kurz gucken. Biotestlabor. Ne, wir müssten hier zurück, ne? Empfang, Wache, Cafeteria. Da haben wir sie ja hingelegt. Oh, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ich rechne mit allem. Ohne Scheiß. Okay, dann müssen wir nach unten, oder? Ne, warte mal. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann doch jetzt... Ich kann nicht mehr zurück in den Hauptbereich und dann? Oder bis er uns sagt, und jetzt? Ja, dann kann ich ja nur noch hier hin. Aber hier komme ich... Ach nee, halt. Okay, scheiße, das war sowieso richtig. Entschuldigung. Es war ja richtig. Also man kommt nicht mehr ins Biolabor. Okay, alles klar. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo hatte ich sie denn zurückgelassen? Da, ne? Ja, genau. Beim Wachraum. Ja, also hier, hier vorne doch, oder nicht? Ja, klar, hier ist doch... Mann. Ah, diese verdammte Orientierung wieder, ne? So, komm schon. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G-virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. Just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G-virus leaves the building. About this jacket. I'm so lucky to have you. So we can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on.
Ich weiß nicht, ich verzeihe der Mutter das trotzdem nicht. So Arschloch, wie die sich verhalten hat am Anfang. Upgrade-Chip. Die hätte sich wirklich ein bisschen anders anstellen können. Ja, definitiv. Und ich würde aber kurz nochmal, warte, hier vorne, ne? Nochmal ganz kurz speichern. Nochmal ganz kurz gucken. Das müssen wir mal kombinieren auf jeden Fall. Warte. Damit wir das Armband haben. So, es läuft aber keine Zeit, oder? Läuft eine Uhr? Nee. Ich dachte gerade. Oh, bin ich auf Verhandlung? Warte. Nee, ich bin gesund. Okay. Das sah irgendwie so ein bisschen gelblich aus, deswegen war ich gerade verwirrt. Gut, Leute. Ich mache aber hier nochmal eine kurze Aufnahmepause. Ich denke, hier kommt gleich noch ein bisschen was. Sollte das nur kurz sein, schneide ich es noch mit dran. Aber ich denke, das reicht noch für eine Folge, hoffentlich. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.